DVD-MV, ich hab DVD-MV, ich hab DVD-MV auf den Computer eingestellt. DVD-MV, ich sehe DVD-MV. Am Sonntag, da mach ich an, weil ich nicht anders kann, denn die neue Wocheninfo läuft dann. DVD-MV, ich hab DVD-MV, ich hab DVD-MV auf den Computer eingestellt. DVD-MV, ich sehe DVD-MV. Hallo meine Damen und Herren, hier ist das Remscheider Fernsehen, TeleDMW. Ich bin Ihr neuer Moderator, Holger. Und ich freue mich sehr, endlich einen neuen Job gefunden zu haben und diese seriösen Nachrichten ab sofort wöchentlich präsentieren zu können. Skurrile Unfälle, verrückte Nachrichten aus der Gegend und alles, was dazugehört, ab sofort von mir wöchentlich aufbereitet. Nee. Wieso was? Die Zuschauer kriegen Entzugserscheinungen, wenn sie mich nicht sehen. So? Möchtest du dafür verantwortlich sein, die alle krank werden? Ich dachte eher Angstzustände kriegen sie, wenn... Nee, pass mal auf. Du gehst mal besser in die Mediatheke. Und heute, wie immer, bei Ihnen Ihr Dick Michael Westkamp aus Remscheid mit den Nachrichten. Ich hoffe, Ihre Panikattacke ist vorbei. Hier ist die Wocheninfo Nummer 413 in ganz normaler Qualität, wie Sie es gewohnt sind. Und natürlich haben wir auch die Breaking News aus Remscheid und anderen Städten. Die gehen diesmal bis zum 29. Januar 2023. Wir hatten scheinbar in Remscheid eine Feuerwoche. Wir haben eine ganze Menge Meldungen an Bränden. Aber zuerst fragen wir uns, wo ist denn der Wochenmarkt hin? Sind die abgehauen? Ist er ausgefallen? Also, wer am 21., 25. oder 28. Januar 2023 auf den Rathausplatz zum Einkaufen kam, fand keinen Wochenmarkt vor. Die Verkäufer flüchteten nämlich bei einer schlechten Wetterprognose. Wohin, fragt man sich und fängt an zu suchen. Damit die Kunden schneller an Geld zum Einkaufen kommen, haben sie ihre Stände zwischen drei Bankautomaten aufgestellt. Das kann den Umsatz natürlich fördern. Der neue Standort befand sich zwischen den Bankautomaten der Sparkasse, der Targo Bank und der Sparda Bank auf der oberen Alleestraße. Aber offiziell hieß es, dass wegen dem schlechten Wetter der Standort geändert wurde. Nach Redaktionsschluss montags liefert die Polizei uns immer die Meldungen vom Wochenende. Da ist aber alles gelaufen. Ich muss Ihnen sagen, im Hochhaus Hohenhagen hat es gebrannt. Und diese Meldung werden wir Ihnen ganz schnell nachliefern. Es war also am vorletzten Wochenende. Da ist Folgendes passiert. Mit einem Großaufgebot ist die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Nord am Samstag, dem 21. Januar 23 gegen 17.44 Uhr zum 12-Stöckchen Hochhaus in die Wörthstraße 7 gefahren, das im 8. Stock brannte. 42 Mann und 14 Fahrzeuge waren vor Ort. Von außen sah man schon eine leichte Rauchentwicklung. Drei Bewohner flüchteten aus der Wohnung ohne Probleme. Ein vierter musste mit einer Rauchgasvergiftung zum Saaner Klinikum, wo keiner ohne Maske reinkommt, gebracht werden. Gegen 20 Uhr war der Brand gelöscht und der Einsatz beendet. Brandursache war ein unsachgemäßer Umgang mit einer Petroleumlampe auf dem Balkon. Der Sachschaden liegt bei ca. 10.000 Euro. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Nachbarn werden noch tagelang vom Brandgeruch belästigt. Wie kann man nur 50 fahren, wo 50 erlaubt ist? Um Himmels Willen! Das ist ja unmöglich! Da werden wir direkt mal Randale schieben, dachte sich ein Autofahrer und kam mit schlechten Karten davon. Am Donnerstag, dem 26. Januar 2023, fuhr gegen 6.43 Uhr ein Audi A4-Fahrer aus Aachen jemanden wohl zu gemütlich mit Tempo 50 über die Neuenkamper Straße. Mit massiver Superei versuchte der eilige Fahrer eines VW-Transporters, ihn zum schnelleren Fahren zu bewegen. Das provozierte den Aachener so sehr, dass er stark abbremste und mit 30 km/h im Berufsverkehr bis zur Kreuzung Freiheitsstraße-Pappenberger Straße weiterfuhr. An der roten Ampel
sprang der Mettmanner Transporterfahrer aus dem Wagen und wollte den Aachener zur Rede stellen. Dieser grinste nur und öffnete nicht mal das Fenster oder die Türe. Im Wutanfall schlug er nicht nur auf das Fahrerfenster, sondern auch auf die Windschutzscheibe. Beide wurden stark beschädigt, alle beide Scheiben. Die Polizei nahm den riechbar angetrunkenen Transporterfahrer sofort den Führerschein weg und eine Anzeige auf. Eine Drogenfahrt kommt mal öfters vor, das kennen wir schon aus den Nachrichten. Aber ein Drogenfeuer, das ist bei uns jetzt neu. Und was dahinter steckt, werde ich Ihnen nun vorlesen. Am Freitag, dem 27. Januar 2023, dem Geburtstag des Nachrichtensprechers, kam es gegen 5.40 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hattenbacher Straße zu einem Brand. Alle Bewohner konnten das Haus unversehrt verlassen. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr konnten zwei Cannabispflanzen festgestellt werden. Um die Aufzucht der Pflanzen zu begünstigen, wurde offensichtlich eine starke Licht- und Wärmequelle eingesetzt. Die Anzahl der Aufzuchttöpfe lässt eine deutlich größere Zahl bereits abgeernteter Pflanzen vermuten. Ob diese Lampe ursächlich für den Brand war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Pflanzen und die Gegenstände zur Aufzucht sowie eine weitere geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Der 27-jährige Mieter der Wohnung wurde vorläufig festgenommen. Er genoss es und wurde eingesperrt. Und nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründe anschließend entlassen. Infolge des Brandes ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Zur Klärung der Ursache für den Brand wird der momentan sichergestellte Brandort mit einem Sachverständigen untersucht. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern ebenfalls an. Das war Autoschieberei. Am Freitagmorgen des 27.01.2023 kam es gegen 6.10 Uhr auf der Hägener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau, die ist übrigens 49 Jahre alt, schwere Verletzungen erlitt. Die Remscheiderin befuhr mit ihrem Toyota Aygo die Hägener Straße. Als sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda 6 prallte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mazda auf einen vor ihm geparkten Seat Ibiza geschoben, der wiederum auf einen geparkten Citroën C1. Die 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Toyota Aygo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. Im rheinisch-bergischen Kreis geht's rund. Die Redaktion kann nicht anders. Sie lässt Wuppertal, Solingen und Wermelskirchen sowie Hückeswang und Rade hinter der Tür außen vor. Die Redaktion schaut schon wieder in den rheinisch-bergischen Kreis, denn die Odenthaler machen spektakuläre Sachen. Das geht auf keine Kuhhaut, was da abgeht. Spektakulär oder strohdumm. Und das muss ich Ihnen einfach melden. Der Mann, der das verzapft hat, ist dümmer als Tele-DMW und die Polizei erlauben. Es kommt mir vor wie in einem amerikanischen Spielfilm. Eine Beleidigung im Vorbeifahren hat weitreichende Konsequenzen. Am Montag, dem 23. Januar 2023, waren gegen 16.15 Uhr zwei Polizisten der Polizeiwache Oberrat gerade dabei, aus ihrem Streifenwagen auszusteigen, als ein Mercedes-Fahrer die Hoffnungsthaler Straße passierte. Der Fahrer schrie im Vorbeifahren die beiden Polizisten durch sein geöffnetes Fenster an und beleidigte sie, wie zum Beispiel sie, doofe Hundekotzer.
Die Polizisten stiegen umgehend wieder in den Streifenwagen ein und folgten dem Mann. Es gab eine Verfolgungsfahrt. Auf der Bergischen Landstraße konnten sie den Mercedes einholen und stoppen. Im Rahmen der Kontrolle zeigte sich der 51-jährige Reusreiter weiterhin aggressiv und machte auf die Beamten zudem den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf TMC. Obwohl der Mann angab, bereits längere Zeit keine Drogen mehr konsumiert zu haben. Zwecks Blutprobeentnahme wurde der Fahrer zur Polizeiwache gebracht, wo ihn bereits eine verständigte Ärztin erwartete. Auch auf der Wache gab der Mann noch keine Ruhe und bedrohte einen Beamten. Pass mal auf, ich krieg dich, wenn du hier rauskommst. Neben einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung. Wo hat die Stadt Remscheid diesmal den Böllerkarren mit Blitzeinheit hingestellt? Wir meinen natürlich den starren Kasten, der die Freiheitsstraße überwachen soll. Er blitzt in zwei Richtungen und steht irgendwo. Nachts kann man ihn schlecht sehen, zum Beispiel vor grauen Hauswänden kann man ihn gar nicht erkennen. Er hat eine Türchen und ganz viele sogar, die alarmgesichert sind. Auch eine Theke, wo man das Bier vorab stellen soll, damit sie nicht mehr blitzen können. In der anderen Richtung kommt dann die Cola-Flasche hin. Auch eine McDonald-Tüte macht ihre Aufgabe. Der Ratterböllerwagen steht auf der Freiheitsstraße 176a bis Dienstagmorgen 9.30 Uhr. Schönen Dank für die Info und wir haben noch mehr gefährliche Stellen in Remscheid und die kommen jetzt. Wollen Sie nach der Goldenbergkurve schnell über die Remscher Straße nach Nüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen, und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden, den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Auf der Leverkusener Brücke gibt es eine Starrenkastenausstellung. In jeder Fahrtrichtung bekommt man zweimal vier Starrenkästen präsentiert. Einmal am Anfang der Brücke und einmal in der Mitte der Brücke und das auf jeder Fahrtrichtung. Es geht um die Geschwindigkeit 60, die eingehalten werden soll. Und man wiegt auch das Gewicht von LKWs, denn über 3,5 Tonnen darf man nicht haben, wenn man darüber fahren will. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Die Stadt Remscheid hat tief in die Tasche gegriffen. Auf der Neuenkamper Straße steht jetzt eine Litfaßsäule mit Lasertechnik. In Fahrtrichtung Lennep kann nicht mehr gerast werden. Hier ist Tempo 50, genauso wie in der anderen Richtung. Die Säule steht schwarz an der Seite und wird nicht so schnell nachts gesehen. Aber in der anderen Richtung kann sie auch blitzen. Ja, das kann sie. Dann achten Sie bitte auf der A1 auf der Langerfelder Brücke auf eine Radarsäule. Jede Fahrtrichtung hat nämlich eine in der Baustelle. Sie sollten da nicht so schnell fahren. Auch dort werden sie geblitzt. Das, meine Damen und Herren, waren die Nachrichten. Aber es geht gleich weiter nach den Nachrichten. Da kommt noch einiges. Aber zuerst möchte ich mal unsere neuen Abonnenten begrüßen. Schönen Dank für Ihr Abo. Das sind nämlich neue Fernsehzuschauer, die hier gelandet sind. Das sind nämlich Leute, die die Sendung und das direkten Programmhinweis Sprechplanet beim PTV-Sender Massengeschmack TV gesehen haben. Dort war ich nämlich Talkgast. Ja, bei Julian Schlichting. In der Ausgabe vom 31. Januar 2023
war ich dort zu sehen und viele Leute schauen nun jetzt ganz gespannt, was hier bei uns los ist. Erstmal herzlich willkommen! Und immer, wenn die Einschaltquote ganz gut ist, gibt's noch Belohnung für die Zuschauer. Im Anschluss der Nachrichten gibt es erstmal die heiß ersehnte Werbung, die spektakulär ist, die man nicht verpassen darf. Danach kommt der Film der Woche. Da geht es um eine verrückte Baustellenampel, die macht, was sie will. Sehr amüsant. Und Fahrlehrer können da noch was lernen. Ein Film aus dem Jahr 2012. Dann gibt es noch aus der Pannenkiste, was ist denn bei uns schiefgelaufen? Wir klauen auch gerne mal von unserem Zweitkanal, Spaßbauerkanal, hin und wieder ein paar Streifen. Und zum Sendeschluss gibt es natürlich noch zwei Sachen, den Spruch der Woche und die Quoten. Jetzt möchte ich mich verabschieden. Im Studio saß vor Ihnen der Herr Westkamp. Das war übrigens mein Regisseur. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer tschüss, tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. DMW ist mit dabei. Und sie hier gibt's alle hier einmal für 20 Dinar, einmal für 5 den Bückling, hier dabei den Bückling noch oben drauf, einmal dabei und die Makrele auch noch mal dabei und hier dabei die Makrele. Schaut euch das mal an, alles muss raus für eine kleine Maus. Obendrauf lege ich das große Stück Rotbarschwänzchenfilet auch noch oben drauf. Und ihr werdet es nicht glauben, meine Damen und Herren. Und das Remscheider Fernsehen ist das Einzige, was Sie hier gratis bekommen. Hallo? Ja, Mama, das passt jetzt nicht. Es ist Sonntag, Mama. Was mache ich da? Richtig, guck Tele-DMW. Ja, die Wocheninfo. Klar, freue ich mich die ganze Woche drauf. Das können wir morgen besprechen, okay? Sonntags bitte nicht anrufen, da ist Tele-DMW-Tag. Ja, genau, mit dem Herrn Westkamp. Genau, kennst du doch. Ja, dann bis morgen. Grüß euch alle vom Remscheider Fernsehen. Mein Name ist Jürgen Dreves. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Ach, stopp, ist ja alles falsch. Warum übst du denn nicht? Warum hast du denn die ganze Woche wieder nicht geübt? Ja, ich habe die ganze Woche Tele-DMW geguckt. Ach, da ist natürlich ein Grund. Ja, weiter so. Sehr gut. Hallo, ich bin der Tom und grüße alle sehr vom Remscheider Fernsehen. In Folge 1 von der Mediatheke habe ich ja damals einen Kanal der Woche gemacht über Tele-DMW, Nachrichten aus Remscheid. Und vergessen, der Herr konnte ja dank meiner Berichterstattung seine Abonnentenzahl quasi verdoppeln. Nun ist er so unfassbar erfolgreich, dass er einen Zweitkanal auf YouTube aufgemacht hat, nämlich den Spaß-Power-Kanal. Und ich finde, auch diesen Kanal sollten wir alle mal ordentlich mit einem Abo pushen. Tele-DMW, Spaß-Power-Kanal. Hey Leute, hier ist euer Benedikt. Ich hab Tele-DMW auf YouTube eingestellt. Ich hab Tele-DMW abonniert, falls mir gefällt. Ich hab Tele-DMW auf YouTube eingestellt. Ich hab Tele-DMW abonniert, falls mir gefällt. Und heute gibt's noch was ganz Besonderes. Es geht um Tele-DMW. Dirk Michael Westkamp, guter Mann, mag ich, abonniert. Tele-DMW.
Uns wurde Verkehrschaos auf der Solinger Straße gemeldet und zwar wegen einer verrückt spielenden Baustellenampel. Das schauen wir uns doch mal etwas genauer an. Da sind wir direkt mal als Fußgänger hingelatscht und haben uns den Fall angenommen. Hier fahren in Richtung Solingen die PKWs durch eine grüne Ampel. Auf der Fahrbahn eine Blockade, eine sogenannte Tagesbaustelle. Die Baustellenampel ist von der Firma Fabema, die 166. wohlgemerkt, und sie zeigt grün, jetzt zeigt sie gelb. Wir haben uns mal donnerstags gegen 18.30 Uhr hier hingestellt. Die Drive-Time von 16.30 Uhr ist schon vorbei, also nicht so viel Verkehr. Scheint alles ganz normal hier zu sein. Kurz ein paar Infos zu dieser Baustelle. Hier geht es um die Kanaldeckel, die im Laufe der Jahre angefangen haben zu klappern. Sie halten nicht immer die vielen LKWs aus und da muss die EWR mal wieder was Neues dahin pflanzen. Muss sein. Unser Informant hat gesagt, hier wäre Verkehrschaos, hier gäbe es einen riesigen Stau. Man käme nach Remscheid nicht mehr rein. Und ich schaue mir das hier als Fußgänger an und muss sagen, er hat recht. Hier ist eine riesige Schlange und die ist ganz schön lang. Die Autos fahren Richtung Münsten ganz zügig. Aber wer nach Remscheid rein will, hat wohl viel Zeit mitzubringen. Als Fußgänger schaue ich mal den Berg runter. Wie weit geht der Stau denn noch bis in die nächsten Kurven? Das ist ein bisschen lang. Und da müssen wir uns doch nochmal die Baustellenampel etwas genauer anschauen. Das ist ja ein Rückstau, der nicht sein soll. Ist denn hier irgendwas falsch? Ich schaue mir das direkt nochmal vor Ort an. Was macht die Ampel? Sie arbeitet ganz normal. Ja, also grün und eigentlich auch lange grün. Ich glaube, wir fragen mal unseren Experten. Ich grüße Sie hier von der Solinger Straße. Diese Baustellenampel hinter mir hat vorige Woche für unheimliches Verkehrschaos gesorgt. Man musste allerdings mehrere Stunden ausharren, um das mal mitzubekommen. Das haben wir für Sie gemacht. Aber zuerst schauen wir uns mal ein wenig in Lennep um, denn da wurde auch gebuddelt. Das gleiche Problem wie hier, Kanaldeckel wurden repariert. In Richtung Lennep sollte man besser nicht mehr fahren. Die B229, und zwar die Lenneper Straße, wird an mehreren Stellen verengt. Auf eine Fahrbahn möglichst. Hier werden auch Kanaldeckel repariert. Und das gibt natürlich im Berufsverkehr einen unheimlichen Rückstau und vielleicht bei vielen Autofahrern einen Nervenzusammenbruch. Hier ist es noch recht harmlos, für kurze Zeit mal eine Fahrspur. Aber die Brücke hat es in sich. Hier oben an der Brücke Trecknase hat man in beiden Fahrtrichtungen die Fahrbahn verengt. Wagen Sie sich nicht um 6.30 Uhr morgens oder nachmittags um 16 Uhr in der Woche hierhin. Dann werden Sie Ihren Geduldsfaden verlieren. Damit Sie mal so ein bisschen Verständnis dafür bekommen, warum hier Stau ist, zeigen wir Ihnen mal, was hier eigentlich gemacht wird. Hier lagen mal Kanaldeckel, die waren so richtig durchgerostet. Aber auch unter den Kanaldeckeln gab es Probleme mit der Wasserabfuhr. Und so sieht man, dass an sämtlichen Stellen das Problem aufgetaucht ist. Wir schauen das uns gleich mal etwas näher an. Da sind also einige Kanaldeckel abmontiert worden, gegen ein Holzbrett ausgetauscht worden, aber nur vorübergehend, bis die neuen geliefert werden. Sehen Sie mal, so sah ein alter Kanaldeckel aus. Ist jetzt Konfetti geworden. Und so richtig durchgerostet war er auch. Wir schalten zurück zur Solinger Straße und wollen wissen, was da eigentlich jetzt wirklich los war. Hallo, hier ist der Ampelreporter von der Solinger Straße. Hier steht eine Funkampel, die ich hier über 2 Stunden beobachten musste, um herauszubekommen, ob hier was Geheimnisvolles passiert.
Die Baustelle ist immer noch da. Bauarbeiter sind nicht in Sicht, haben scheinbar schon Feierabend. Die Ampel macht den Eindruck, als hätte sie noch keine LED-Technik. Ist wohl eine Glühbirne drin. Und es... Oh, was ist das denn? Sie ist ausgefallen. Sie blinkt. Meine Damen und Herren, es gibt keine Baustellenampel mehr. Sie blinkt, das bedeutet abgeschaltet. Sie ist wieder rot. Also, sie ist nicht ausgefallen, meine Damen und Herren, liebe Autofahrer. Warten Sie, bis wieder grün wird. Und es sind also auch sehr lange Rotphasen. Und ich beobachte das nochmal. Aha, jetzt dürfen wir fahren. Dürfen wir fahren? Es ist eigentlich gar nicht grün. Die anderen haben scheinbar auch Blinken. Das heißt, sie waren schneller am Gas. Sie sind eher losgefahren. So kam ich hier nicht zur Potte. Und jetzt ist rot, jetzt darf ich natürlich nicht mehr fahren. Und die anderen, nehme ich an, haben auch rot. Wer kriegt denn jetzt zuerst grün? Ich meine, hier die von Münsten gekommen sind, die haben bisher noch keine Chance gehabt, darauf zu fahren. Es ist rot, die anderen kriegen zuerst grün. Und ja, jetzt fällt sie schon wieder aus. Das heißt, es ist nicht rot. Ich dürfte jetzt fahren, bin aber nicht in der Lage, da die Autos, die aus Richtung Innenstadt kommen, volle Pulle da durchrauschen. Und jetzt kriege ich rot. Das heißt, ich fahre durch rot. Nein, das geht aber nicht. Das tun wir aber nicht. Ganz ehrlich, durch rot darf man nicht fahren. Naja, jetzt haben wieder beide rot. Ein Auto ist gerade durchgefahren. Zwar nicht durch gelb, durch rot. Und die anderen haben grün. So, die Schlange hinter mir wird schon einiges länger. Aber jetzt müsste ja eigentlich mal grün, nee, blinkendes Gelb kommen. Und ich darf jetzt fahren. Falls die Fahrbahn wirklich frei ist. Fazit ist, für die Bergauffahrenden ist nach rot blinkendes Gelb ein Effekt, als wäre wieder rot. Denn die Fahrbahn ist versperrt. Man kann nicht losfahren, während die Ampel 10-mal gelb blinkt. Für die Leute, die bergab fahren, kommt nach grün das gelbe Blinken als Grüneffekt, denn sie dürfen weiterfahren und sie nutzen das vollkommen aus, wie sie gerade hier sehen. Aber so gut wie niemand kommt mehr nach Remscheid rein. Die Schlange geht fast bis zur Münchner Brücke. Die Nerven sind blank, die Huperei geht schon richtig los. Und was passiert jetzt? Es wird über Rot gefahren. Ich muss Knöllchen schreiben. Das gibt einen Punkt oder sogar drei Punkte in Flensburg. Und 100 Euro plus Auslagen und Gebühren sind fällig. Das darf man doch nicht über Rot fahren. Liebe Fahrlehrer, nach Rot kommt doch immer Blinkgelb. Und wenn dann Blinkgelb zu Ende ist, dann darf der Fahrschüler losfahren. Habt ihr das jetzt verstanden? Das ist neuer Stoff für den Unterricht in der Fahrschule. Nach Blinkgelb kommt immer Rot und wenn Rot dann ist, darf man fahren. Bitte einmal vormachen. Ja, so ist schön. Über Rot. Herrlich. Selbst die Polizei könnte hier noch was lernen. Man sollte wirklich einen Polizeiwagen hier hinstellen. Auch die Stadt Remscheid mit dem Radarwagen steht normalerweise hier, ist jetzt nicht da. Einen ganzen Reisebus müssen wir hier durchschicken. Die Kinder, die drin sitzen, müssen ja schließlich auch noch was lernen. Ja, Rollstuhlfahrer und Leute. Bitte nicht sprechen. Kann ich da hingehen? Lassen Sie mal, trauen Sie sich nicht. Verehrte Zuschauer, bevor ich mich von Ihnen darf nur kein Auto hierher fahren. Das ist ein ganz schwieriger Fall. Hier geht es rein und raus. Ich wünsche dir alles Gute. Danke.
Verehrte Zuschauer, bevor ich mich bei Ihnen verabschieden möchte, fragen Sie mich natürlich nach der Meinung zu den Parkscheinautomaten. Und ich sage Ihnen, nach meiner Meniskusoperation habe ich eine ganz besondere Meinung. Und hier ist wieder der Spruch der Woche. Diesmal lautet er: Aus Schaden wird man klug. Und dazu haben wir auch einen Kommentar von der Nordsee. Bitte schön, liebe Nordsee. Dann müsstest du also ein Klugscheißer sein. Aber das ist ja wohl unverschämt! So eine Frechheit! Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche. DMW aus Remscheid. DMW aus Remscheid. DMW. 3-1-3-1-4-4-4. Alles, worauf ich stehe, ist Tele-DMW. Alles, was ich sehe, ist Tele-DMW.